Was möchte denn heute sprechen? Wir sprechen heute über Körperpflege aus Wildkräutern. Und ein paar Sonnenstrahlen begrüßen uns jetzt gerade zu diesem Webinar. Und wir heißen euch herzlich willkommen. Und wir möchten heute erzählen über Körperpflege aus Wildkräutern oder aus natürlichen Produkten. Ja. Es geht um natürliche Körperpflege. Und Wildkräuter in Deutschland sind ein bisschen anders als Wildkräuter hier in Spanien. Und eine sehr prominente Pflanze in Bezug auf Körperpflege wächst hier auch wild, zum Beispiel die Aloe Vera. Und als wir noch in Karlsruhe gelebt haben, da hatten wir auch eine Aloe Vera im Blumentopf in unserer Küche und die ist auch gewachsen wie wild. Und hat ständig Ableger gemacht und die musste auch nicht besonders viel gegossen werden. Die ist eigentlich so ganz zufrieden gewesen da und ist so vor sich hingewachsen. Und wir konnten öfter mal ein Blättchen auch ernten. Es war sehr stark. Also die große, die Mutter von allem, war sehr... Ja, war eine sehr, sehr starke Pflanze. Ja, deswegen haben wir auch gerne mal ein Blatt davon genommen, zum Beispiel bei Insektenstichen. Bei Verbrennungen. Bei Verbrennungen. Bei Sonnenreizung oder Sonnenbrand. Und die hat so einen kühlenden Effekt und man merkt auch, dass sie die Haut wirklich ein bisschen geschmeidiger macht. Am Anfang spannt das so ein bisschen, wenn die trocknet, aber danach ist es ein echt gutes Gefühl auf der Haut. Das ist so ein Beispiel von einem Wildkraut, das man direkt anwenden kann. Und wir wollen heute auch ein bisschen sprechen, allgemein über Haarpflege, Hautpflege und verschiedene Produkte, die man normalerweise so kauft, die man vielleicht vermeiden kann, wenn man einfach Dinge aus der Natur einsetzt oder natürliche, frische Produkte. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter ausholen und erstmal was darüber sagen, warum es vielleicht sinnvoll ist, natürliche Produkte zu verwenden statt gekauften synthetischen Produkten. Und es ist natürlich erstmal, dass man selber genau kontrolliert, was da drin ist in den Körperpflegeprodukten. Wenn man jetzt die Zutatenliste von so einem gekauften Haarshampoo oder Duschgel durchliest, dann sind da doch relativ viele Substanzen drin, die selbst ich als Chemieingenieur nicht kenne, wo ich erstmal nachgucken muss, was ist das überhaupt. Und mich macht das immer so ein bisschen skeptisch, weil ich dann nicht weiß, okay, wo kommt es her und ist das vielleicht ist es ein synthetisches Produkt, was macht es überhaupt mit mir? Und die meisten, sie haben Erdöl, sind Erdöl gemacht. Genau, die meisten synthetischen Produkte sind eben aus Erdöl hergestellt, plus die Verpackung ist auch aus Erdöl. Und es gibt viele andere Zutaten, auch manchmal in die Bio- oder die organische Shampoos gibt es auch. Ja, sogar bei den natürlichen oder Bio-Marken gibt es auch Zutaten. Manchmal findet man, ja. Die nicht so ganz koscher sind. So, ich benutze auch immer wieder Shampoos oder Gels oder so und ich probiere das wieder mal und dann, wenn ich wieder aussteige und komme ich wieder zu natürlichen Sachen, spüre ich, wie ich mich besser fühle, wenn ich damit wasche. Dasselbe wie zu Hause auch so. Ist immer bequemer von der gekauften Flasche, aber wenn du das mit natürlichen Sachen machst, fühlst du dich, so, das Gefühl ist angenehmer oder dass du einfach atmen kannst, ohne Bedenken. Es fühlt sich einfach besser, toll an. Tja, ist ein gutes Gefühl. Ja. Und es macht Spaß. Also mir macht es auch Spaß, das herzustellen. Zu sehen, das kann man so und so machen und dann das auszuprobieren und zu sehen, es funktioniert wirklich gut. Traditionell werden in den gekauften Shampoos oder Duschgels werden Tenside eingesetzt. Und die Tenside bewirken, dass sich Fettpartikel
Partikel oder Hautschuppen oder Schmutzpartikel einfach gut im Wasser lösen können. Die haben einen fettliebenden Teil und einen wasserliebenden Teil und dadurch können sie eben die beiden, Fett und Wasser, gut miteinander verbinden. Das Problem dabei ist, dass unsere Haut auch aus Fett besteht. Und dieses Fett wird dann auch zu einem guten Teil im Wasser gelöst. Das heißt, man zerstört so ein bisschen die Haut selber und die natürliche Flora der Haut. Bei Seife kommt außerdem dazu, dass Seife einen sehr hohen pH-Wert hat, das heißt, es ist eher alkalisch. Der natürliche pH-Wert unserer Haut ist eher sauer, ist leicht sauer. Und wenn man jetzt zu viel Seife benutzt, dann zerstört man diesen natürlichen pH-Wert, diesen natürlichen sauren pH-Wert der Haut und neutralisiert die so ein bisschen. Dadurch stößt die Haut dann auf die äußeren Schichten ab und regeneriert, versucht sich selbst zu regenerieren. Und aber dadurch schält sie sich natürlich. Und also ich habe relativ empfindliche, trockene Haut und ich merke, dass ich dann Hautschuppen und die Haut wird dann schnell rissig. Und sobald ich mit irgendwas in Kontakt komme und mich stoße oder so, habe ich schon eine kleine Verletzung. Deswegen ist es eigentlich sinnvoller, die Haut nicht zu sehr zu belasten, also weniger Tenside zu nehmen und eben auch keine Seifen oder irgendwelche alkalischen Reinigungsmittel, sondern eigentlich eher saure Reinigungsmittel. Wie kann man jetzt diesen positiven Effekt, den die Tenside haben, ersetzen? Durch natürliche Produkte, die den negativen Effekt von den Tensiden nicht haben. Und ein Produkt, was ich jetzt gerne direkt vorstellen würde, ist Erde. Wir nehmen Erde zum Haare waschen und auch zum Gesicht waschen. Und die Erde nimmt eben auch Schmutz auf. Man kennt es von den Tieren auch, die machen das auch. Schweine waschen sich mit Schlamm, Elefanten waschen sich mit Schlamm. Und das ist eigentlich ziemlich clever, weil es gut funktioniert. Also ich habe das auch schon selber festgestellt mit dem Haare waschen. Das funktioniert gut und es zerstört eben diese natürliche Schutzschicht der Haare und der Haut nicht. Also ich habe eher fettige Haare von Natur aus. Das heißt, wenn ich mir mit Shampoo die Haare wasche, dann muss ich mir die eigentlich alle zwei, spätestens drei Tage waschen, weil die dann so fettig aussehen. Direkt nach dem Waschen stehen die meistens in alle Richtungen ab. Und dann nach zwei Tagen sind sie schon wieder fettig und liegen platt am Kopf an. Und bei Erde, wenn ich das langfristig nehme, also ich muss wirklich sagen, es gibt auch so eine Transitionsphase am Anfang, wenn ich umsteige als ich umgestiegen bin von Shampoo auf Erde, da hatte ich, haben die Haare noch relativ schnell nachgefettet und außerdem, wenn ich viel mit Erde gewaschen habe, dann sind die auch schnell strohig geworden. Mit der Zeit merkt man dann, dass man gar nicht so viel Erde braucht. Also jetzt wasche ich mir vielleicht noch einmal im Monat die Haare mit Erde. Da brauche ich dann einen Teelöffel Heilerde im Monat. Und den Rest der Zeit spüle ich die Haare einfach mit Wasser aus und das reicht schon. Und trotzdem fetten sie nicht so schnell nach. An meine Haut und die Frisur lass ich nur Wasser und Natur. Kosmetik aus der Plastiktube, komm mir nicht in die Badestube. Ich cycle ab und niemals down, dem grünen Punkt will ich nicht vertrauen. Ich muss das wirklich mal betonen, ich bin gegen Kontamination. Genau, mit Wasser oder mit Essig oder mein Lieblingsprodukt ist Milchsäure. Und Milchsäure, da kommen jetzt wieder die Wildpflanzen und die Pflanzen ins Spiel, kann man sich einfach herstellen aus grünen Pflanzen, die einfach wild draußen wachsen. Und dazu gibt es die Rezepte und die volle Information, die ganze Hintergrundinformation in unserem E-Book. Und hier habt ihr den Link. Und der Vorverkauf läuft noch bis Weihnachten. Gibt es das E-Book zu einem reduzierten Preis? Ja, wir machen so in Form als Geschenk. So, wenn ihr das vor Weihnachten kauft, ihr könnt das selbst bekommen als Geschenk. Oder ihr sagt uns, an wem das schenken müsstet. Und wir schicken das direkt. Und es gibt eine Überraschung dazu. Also greift sofort zu. Lohnt sich wirklich. Da sind viele schöne Rezepte und alles, was wir so aus unserem Öko-Eltern, Öko
Faschisten-Dasein zusammengesammelt haben, Informationen und wertvolle Rezepten haben wir dort zusammengestellt. Daniel hat die Erfahrung mit ihm, so mit seinem Haare, so er hat für diese Haare und ich bin anders, so meine Haare ist eher trockener. Trotzdem, als ich vorher normale Seife benutzt habe, ich musste nie sehr oft meine Haare waschen, so einmal pro Woche hat mir immer gereist, seit ich klein bin. Trotzdem, irgendwann nach 6 Tagen, man hat immer dieses Gefühl, dass man möchte die Haare waschen, dass es zieht ein bisschen, so wegen des Fett wahrscheinlich. Mit der Erde, mit der Heilerde, es funktioniert so bei mir, so ich benutze auch sehr wenig, so einen kleinen Löffel, einmal. Ich brauche auch nicht so viel Zeit zum Aussteigen, ich kann eine Woche Shampoo benutzen und nächste Woche benutze ich Erde und funktioniert direkt gut. Wenn ich mit Erde wasche, kommen immer viele Locken raus. Und es ist wahr, dass nach einer Woche, nach der Erde, habe ich das Gefühl, ich möchte auch das waschen. Und das mache ich mit Wasser. Und der Punkt ist, dass viel Erde bleibt hier dran, in dem, zwischen die Haare. So das Wasser macht, dass wieder das Gefühl gut ist. Und dann die dritte Woche wieder mit Wasser. Und die vierte Woche vielleicht mache ich mit Essig oder mit nicht. So, Heilerde ist immer diese, wir haben immer diesen Punkt, dass können wir nicht einfach so von hier nehmen. Heilerde kommt von weit weg. Und wir haben die Kompromiss gemacht, wie okay, wir benutzen sowieso so wenig, so ein Löffel jede Woche, jeden Monat. So ja. Wir haben mal probiert mit normales Lamm und war sehr kornig. Die Sandkörner waren noch sehr grob. Sehr groß. Ja, aber waren sogar Steine. Ich denke, wir müssen. Ich möchte probieren mit normales Lamm, aber in diesem Moment, so diese Lamm, die wir hatten, war nicht so gut. War nicht so gut. Ja, es war halt normal. Die Badewanne auch nicht. So, es waren viele Steine, die dann nachher in die Badewanne gegangen sind. Ja, die zerkratzen dann auch die Keramikoberfläche von der Badewanne. Ja. Also draußen, wenn man eine Außendusche hat, ist es sowieso kein Problem, aber. Ja, mit einer kleinen Löffel Heilerde kratzt man auch nicht die Keramik. Nee, also wie gesagt, bei Heilerde, ja, auf der einen Seite kommt es von weit her und der ökologische Fußabdruck ist da natürlich nicht so gut. Und auf der anderen Seite braucht man eben viel weniger davon. Also wenn man es vergleicht mit so einer Haarshampoo-Packung, das reicht eigentlich, so ein Karton Heilerde reicht ewig. Ja. Und dasselbe mit dem Körper, so vielleicht dazu sagen, so okay, wir geben jetzt Alternativen, aber am Ende die Alternative ist weniger sich zu waschen in allgemein. So, zum Beispiel ich wasche meinen Körper nicht mit Seife seit, keine Ahnung, mehr als 10 Jahre. No? Also, nur vielleicht manchmal die Achseln doch und die Füße, aber den ganzen Teil nicht mehr. Und der Körper riecht nicht mehr. Schlecht ist einfach so, hat sein normales Fett und es funktioniert einfach so gut. Auch nicht die intime Bereich, das weiß ich auch nicht mit Seife. Das ist besonders wichtig eigentlich, dass man das nicht macht. Ja, ich hatte immer Probleme, so vorher, so vor 10 Jahren, habe ich doch mit Seife nur ein bisschen Seife benutzt. Sehr wenig, weil ich wusste, dass es nicht gut war und trotzdem, mit der Seife hat stärker gerochen und es war ein Moment, dass ich hatte ich sogar Infektion und dann habe ich gesagt, nee, ich benutze jetzt nicht mehr und in diesem Moment habe ich das nicht mehr gemacht und es funktioniert einfach so gut. nur mit Wasser. Ja, mit Wasser im Intimbereich, also ich habe das auch ganz stark gemerkt, weil ich wusste das vorher nicht. Ich hatte immer im Kopf diesen Satz, nie ohne Seife waschen. Und wenn dann die Genitalien ein bisschen gerochen haben, habe ich gedacht, naja, jetzt aber ordentlich mit Seife schrubben. Ja, dann ist gerade eigentlich viel Seife benutzt. Ja, und dann wird es eigentlich schlimmer, also vom Geruch her wird es schlimmer und ich hatte dann teilweise sogar Ausschlag. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Und ich glaube, das liegt daran, dass man einfach mit den Tensiden auch wieder die natürliche Schutzschicht dort zerstört. Und dann
braucht man eben Alternativen und Wasser ist das Natürlichste überhaupt. Mit Wasser kann man immer spülen und es ist auch ein sehr gutes Lösungsmittel, damit kriegt man eigentlich schon den meisten Dreck weg. Und wenn man dann noch ein bisschen intensiver oder mit was anderem reinigen will, dann kann man eben zum Beispiel schwache Säuren nehmen, also jetzt nicht unbedingt Zitronensaft oder so, Zitronensaft ist schon ein bisschen aggressiv. Aber wie gesagt, also Milchsäure zum Beispiel, man kennt ja auch Joghurtmasken für die Haut. Das Milchsäure ist wirklich toll, weil es einen sehr ähnlichen pH-Wert hat wie die Haut. Das ist leicht sauer und eben auch noch, wenn es lebende Kulturen sind, dann sind es Bakterien, die uns wirklich helfen. Das sind lebensunterstützende Bakterien, die auch der Haut helfen, sich selbst zu regenerieren. Deshalb, ich finde das super. Milchsäure benutze ich für ganz viele Sachen. Zum Beispiel auch jetzt ganz neu habe ich es ausprobiert als Aftershave. Und war ein sehr gutes Gefühl. Ich habe mich zum ersten Mal seit langem auch wieder nass rasiert und hatte dann doch so ein paar Verletzungen. Und das habe ich überhaupt nicht gespürt. Also es brennt nicht wie Alkohol und es ist wirklich ein gutes Gefühl hinterher, wenn man das mit Milchsäure macht. Ja, wie man Milchsäure Bakterien bekommt, ist auch in dem Buch erzählt. So. Ja, genau, das findet ihr in dem Buch. Eine ganz wertvolle Sache, also das kann ich jedem nur empfehlen. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen aufwendig, aber wenn man dann sieht, was man alles damit machen kann, ja, also von Haare waschen bis sich duschen, Aftershave, als Deo kann man es auch benutzen, weil es auch Geruch neutralisiert. Also dann lohnt sich das schon wieder. Ja, wir verknüpfen viele Sachen, so die Milchsäure bekommen wir von unserer Küche, weil da machen wir Kimchi oder haben wir immer Rohbrot gemacht, so, und dann hatten wir auch Brottrunk. Und von der Küche benutzen wir auch für unsere Haare und dann auch für unsere Wäsche und so. Es gibt immer einen Kreis von Sachen, die wir überall benutzen. Der Brottrunk ist eben auch, da sind auch Milchsäurekulturen drin. Wenn man frische Getreidekeime fermentieren lässt ein paar Tage, dann bekommt man auch Milchsäurekulturen. Nochmal auf die Haarpflege, um nochmal auf die Haarpflege zurückzukommen. Du hast gesagt, du hast relativ trockene Haare und du benutzt auch manchmal Öl für die Haare. Zum Beispiel nicht. Zum Beispiel mache ich einfach mit Heilerde oder mit die Milchbakterien oder mit Essig oder mit Wasser. Aber zum Kämmen, wenn ich das kämme, ja, dann meine Haare sieht sehr trocken aus und wenn ich wieder ein bisschen Wasser tue, damit ich wieder Locken habe, tue ich auch ein bisschen Fett. So, ich habe in den Spitzen vielleicht ein bisschen Olivenöl oder Kokosöl drauf getan und es funktioniert wie die typischen Cremen, die man kaufen kann, so diese typischen von Fructis und solche Sachen. Aber diese sind mit Erdöl gemacht und irgendwann hatte ich zu Hause auch und irgendwann habe ich alle weitergegeben, weil ich hatte keine Lust nie mehr das zu benutzen. So, mit Öl hat gereicht und das Gefühl ist einfach, für mich ist immer das Gefühl, was mir überzeugt, das zu benutzen. So, die Chemikalien sind nicht mehr in meinem Körper, also hängen nicht da. Und Öl für die Hautpflege? Und Öl, ja. So, ich benutze noch Creme, normale Creme. Und jetzt habe ich eine Creme, die von einer tolle Firma ist, die mit natürlichen Zutaten gemacht ist. Weil ich habe immer trockene Haut und da habe ich noch nicht meinen Punkt gefunden. So, es war eine Zeit lang, dass ich habe Öl benutzt. So Olivenöl, einfach so. Und ich kenne Leute schon, die lange einfach keine Creme benutzen und sagen, dass irgendwann gewöhnt sich auf den Körper und ist nicht mehr trocken. Das habe ich noch nicht probiert. Aber Daniel benutzt keine Creme, zum Beispiel. Ich benutze keine Creme, manchmal für die Hände, wenn sie ganz rissig sind. Ja, für die Hände. Dann nehme ich eigentlich auch Olivenöl in der Regel oder Kokosöl. Und jetzt, wo wir in Spanien sind und gerade hier Olivensaison ist, funktioniert. Ja, haben wir auch schon mal ausprobiert, einfach die Olive vom Baum zu pflücken und direkt zu zerdrücken und auf die Hand zu reiben. Und man merkt schon, dass die auch so, ja, man merkt schon, dass sie ölig ist auf jeden Fall. Es macht wirklich ein fetzig. So, ich hatte in eine Hand das gemacht, nur das ist sehr aufwendig. Ich
Ich habe eine Olive genommen von einem Wildbaum, damit keine Chemikalien hat. Und wirklich eine Hand war sehr fein und so wie mit einem Schiss und die andere war trocken. Also es war wirklich ein Unterschied. Hm. Auch in der Nacht. Ja. Oder was ich auch nutze, ist eben Aloe Vera. So, der Kleine macht noch Kakus manchmal in der Windel. Und wenn wir ihn waschen, waschen wir ihn nur mit Wasser. Und am Anfang riecht ein bisschen und nachher mit ein bisschen einfach Luft ist einfach weg. So. Und mit den Kindern, man merkt wirklich so, seine Haut ist richtig schön. Sie brauchen keine Creme, wir benutzen auch keine Creme, keine Seife, kein Nicht, nicht die Haare. Nur jetzt hier, dass wir in Spanien sind, das Wasser ist sehr kalkig, wirklich sehr kalkig. Kalkig sein, ne? Kalkhaltig, ja. Wirklich. Und dann, man merkt schon in die Haut von den Kindern, die auch den Kalk auf der Haut bleibt. Das ist wahr. Aber bis jetzt hatten wir dieses Problem nicht. Aber vielleicht, was wir machen können, ist nach dem Bad mit ein bisschen Ems oder mit ein bisschen Milchsäure einfach drauf. Ja. Ja, weil Milchsäure, auch die Säure löst auch den Kalk ein bisschen. Der Kalk trocknet die Haut aus auch. Und die Säure kann den ganz gut lösen und wegspülen daneben. Und zum Beispiel für die Haut, ich benutze nicht, ich schminke mich nicht, aber weil meine Haut sehr empfindlich ist zu den Cremen. Ich bin sehr empfindlich hier in die Augen mit den Cremen. Und ich benutze in meinem Alltag keine Creme mehr in der Haut. Ich tue einfach ein bisschen Öl. Es kann Olivenöl sein. Jetzt benutze ich Hagebuttenöl. Aber mit Olivenöl reißt nur ein bisschen und meine Haut dann bleibt nur ein bisschen wirklich Tropf. Und dann bleibt einfach fein und ja, ohne Creme. Die Creme machen wir immer so kleine Pickel neben dem Auge und so. Und für die Zähne? Ah, Zahnpflege. Auch ein schönes Thema, wo man auch Wildpflanzen gut einsetzen kann. Das, Wildpflanzen kann man auch pur einsetzen, auch zum Zähneputzen, wie zum Beispiel Salbei. Ne? Du Salbei, machst das ganz gerne, dass du einfach ein Salbeiblatt nimmst und dir damit die Zähne putzt. Ja, das hat mir einmal eine Freundin gezeigt und ist wirklich sehr angenehm. Ich lade euch das zu probieren, wenn ihr ein frisches Salbei-Pflanze sieht, einfach ein Blättchen nehmen und die Zähne reiben und das Gefühl an die Zähne und an den Zahnfleisch ist sehr angenehm und ihr werdet das sehen, so wenn ihr habt jetzt gerade gegessen und habt ihr keine Zahnbürste, das wirklich sauber sind, so nachher mit der Zunge probieren, das sind alle wirklich fein, so ich empfehle euch das zu probieren. Genau. Und man kann auch Ackerschachtelhalm zum Beispiel nehmen. Da ist Kieselsäure drin und wer schon mal so eine alternative Zahnpasta gesehen hat, da ist es auch oft drin als Putzkörper. Einfach um mechanisch auch die Oberfläche der Zähne von dem Zahnbelag zu befreien. Und wenn man den Ackerschachtelhalm direkt nimmt, dann funktioniert das auch. Was man auch machen kann mit den Wildkräutern, zum Beispiel Salbei oder Kamille oder für den Geschmack ist auch Minze ganz toll, dass man die in warmem Kokosöl ziehen lässt. Dann gehen die Wirkstoffe in das Kokosöl über und wenn das Kokosöl dann wieder, wenn man das wieder erkalten lässt, hat man sowas wie eine Zahnpasta. Und damit kann man sich schon wunderbar die Zähne putzen. Also einfach Kokosöl mit Auszügen aus zum Beispiel Salbei oder Kamille. Minze empfehle ich für den Geschmack und dann hat man schon eine Zahnpasta. Die kann man noch kombinieren, zum Beispiel mit Natron, da geht es auch wieder um die Putzkörper, um den Zahnbelag zu befreien und Xylit. Xylit ist Birkenzucker, kennen vielleicht einige von euch auch schon. Das ist für die Remineralisierung der Zähne. Das macht im Prinzip das gleiche wie das Fluor, nur dass es die negativen Eigenschaften von dem Fluor
ja, eben außen vor lässt. Genau. Also da kann man auch ganz einfach die eigene Zahnpasta herstellen. Und dann, auch wenn man unterwegs ist, vielleicht eine Minze zu finden, ist nicht so leicht. So einfach eine Blattminze zu finden, um die Luft von dem Mund zu erfrischen. Aber was hier zum Beispiel hier man überall findet, sind Fenchelblüten. Und dann tust du ein paar in den Mund und dann kaufst du das und dann hast du eine frische Aroma in dem Mund. Für dich und für die anderen. Sehr angenehm. Ein bisschen wie Anis. Ja, es ist wie Anis. Es ist wie Anis. Und was wir auch benutzen, ist für die Zähne Tebamöl. Tebamöl ist gut für, du kannst... Das Zahnfleisch. Ja, für das Zahnfleisch ist gut und damit diese gelbe... Der Zahnbelag. Ja, um das zu vermeiden, ja auch. Aber sehr wenig, sehr stark Tebamöl, so wie seine ätherische Öl. Ja, ich mache das in letzter Zeit immer, weil ich auch ein bisschen Probleme mit meinem Zahnfleisch habe und dann mache ich mir noch einen kleinen Tropfen Teebaumöl auf den kleinen Finger und putze mir dann einfach mit dem Finger die Zähne. Für mich sind auch die meisten Zahnbürsten schon zu hart, weil mein Zahnfleisch eben im Moment so ein bisschen empfindlich ist. Und deswegen ja, mache ich das mit dem Finger, weil es eine sehr schonende Art ist, die Zähne zu reinigen. Teebaumöl. Der Teebaum wächst leider in Deutschland, glaube ich, nicht. Aber man kann das ätherische Öl daraus ganz gut in allen möglichen Bio-Läden, Reformhäusern oder sonst irgendwo kaufen. Ja. Was bei Körperpflegeprodukten auch immer ein Thema ist, ist der Geruch. Parfums, also zum Beispiel in Deos oder in den Eau de Toilette sind tolle Duftstoffe drin, die den Körper parfümieren. In Shampoos auch, in Duschgel, überall sind eigentlich auch Duftstoffe drin. Und wie kann man die jetzt zum Beispiel aus natürlichen Produkten herstellen? Das haben wir uns auch gefragt. Und ich will direkt erzählen über die Milchsäure, weil das mein Lieblingsthema ist. Wenn man die Milchsäure selber herstellt, kann man ganz toll einfach aromatische Pflanzen in den Fermentationsprozess einbinden. Zum Beispiel haben wir die Duftpelargonie entdeckt. Also die gibt es auch, die gibt es glaube ich sogar in verschiedenen Duftstoffen. Wir hatten eine Zitronenpelargonie zu Hause und da haben wir einfach zwei Blättchen genommen und haben die mit fermentieren lassen und hinterher hat das Ferment tatsächlich auch dann nach Duftpelargonie gerochen. Die Duftpelargonie riecht sehr stark. Für zu Hause ist eine tolle Pflanze, weil du musst nur die so ein bisschen bewegen und dann riecht das ganze Haus so frisch. Ja, seine Raumerfrischer auch. Ist eine tolle Zimmerpflanze, ist auch relativ unempfindlich und sehr ertragreich. Und die kann man eben benutzen, um die Milchsäure zu parfümieren. Um zum Beispiel eine tolle Haarspülung zu machen. So, wir benutzen kein Deo schon lange. Jetzt habe ich ein Deo, weil wir haben eine von dieser Firma, die von sehr natürlichen Mitteln das macht. Aber diese Deo hat trotzdem Alkohol und ich merke, ich habe das probiert. Nach mehr als einem Jahr, dass ich keine benutzt habe. Und diese trocknet wieder meine Haut. So, ich möchte lieber kein Deo benutzen. Ja, ich habe auch eine Zeit lang einfach auch meine Achseln mit ein bisschen Erde gewaschen und es hat einfach gereicht. So, mit Deo oder ohne Deo, so, ja, so vorher mit Deo ich denke, habe ich stärker gerochen, weil Deo wie die Seife am Anfang riecht sehr toll, aber wenn es gemischt ist mit deinen eigenen Körperflüssigkeiten, das riecht nicht mehr so toll. Und ohne Deo funktioniert gut immer, so ist riecht nicht da überhaupt. Und nur wenn vielleicht enge T-Shirts trage oder so, aber da habe ich auch gerochen mit Deo. So. Vielleicht für die Achseln ist auch gut, einfach die Milchsäure ein bisschen so auf die Achsel tun und dann vermeidet auch dass du hier, es bringt dir eine gute Flora auch unter den Achseln. Es geht um Geruchvermeidung eigentlich. Ja.
nicht nach Rose zu duften. Ich brauche nicht nach der Rose zu duften. Ich dufte einfach natürlich an. So. Auch für die Haare. So. Ich weiß nicht, ist egal, so wie du mit Duftpelagonie oder Rosmarin oder egal wie du das bist, es wird nie das Geruch so stark sein wie ein normales Shampoo. Ja. So. Aber es riecht einfach schön, so. Es riecht nicht nach Rose, es riecht einfach schön nach Haare. Natürlich frisch. Ja, natürlich frisch, ja genau. Es riecht nicht dreckig, ne. Ihr kann mich riechen, wenn ihr mich findet. Wenn ihr uns besucht, dann könnt ihr mal uns umarmen und wir riechen. Gucken, wie Raquel riecht. Gefällt uns das? Vielleicht gefällt euch viel. Genau. Wo man vielleicht auch noch mit parfümieren kann, ist Orangenschale oder Zitronenschale, also die Schale von Zitrusfrüchten. Oder was Raquel auch schon gesagt hat, Rosmarin. Einfach aromatische Pflanzen, Thymian ist auch schön. So, wenn man eine Infusion macht und dann einfach so die Haare damit wäscht oder so. Oder ins Badewasser, das habe ich auch schon gemacht. Ja, dann hat mit den Kindern, so, wenn die Kinder so etwas hatten, die ein Problem in der Haut oder eine kleine Sache oder eine Erkältung oder so, hat die mal eine Badewanne vollgemacht mit Kamillentee. Kamille, genau. Kamille und dann Orangenschalen. Orangenschale ist auch gut. Salbei habe ich auch drin. Pelagonie hast du auch dran getan. Pelagonie auch, genau. Pelagonie kann man auch als Tee sogar trinken. Ja, ist ein besonderes Geschmack. Ja. Oder man kann es eben als Badezusatz einfach, macht man einen richtig starken Tee aus Duftpelagonie und dann kippt man das in die Badewanne mit rein. Ist gut. Ja, so kann man auch seinen Körper ein bisschen zum Duften bringen und die Wohnung und sich natürlich frisch fühlen. Am Anfang ist alles so, ich bin immer die Praktische hier in der Familie und am Anfang ist mir schwer, so alle die natürlichen Mittel wiederzunehmen. Wenn, zum Beispiel jetzt, wenn wir eine Pause hatten, damit als wir in unterwegs waren, haben wir uns nicht mehr, hatten wir nicht die Möglichkeit, unsere natürliche Mittel immer hier und da zu machen. Und wenn ich wieder anfangen soll, ich finde das so träger und dann, wenn ich das mache, fühle ich mich viel besser. Es ist ein bisschen wie bei Sport. So, wenn du fängst an, fühlst du dich einfach gut. Nur, dass dem Anfang ist wie, ich bin bequem, jetzt nehme ich einfach eine Flasche einfach so und es funktioniert so schnell und fertig. Die Aktivierungsenergie ist immer hoher für alles, so für Lebensmittel und für Pflanzenmittel zu benutzen für den Körper, für Sport machen, für Sex machen, aber immer wenn man diese Aktivierungsenergie übergeht, dann fühlt sich man wohl in alle Grenzen. Sport. Ich versuche jeden Morgen laufen zu gehen in die Berge hier von San Mateo. Und morgens ist bis 7 Uhr ist es noch stockdunkel. Und ich will aber auch nicht so spät gehen. Und deswegen versuche ich immer um 7 Uhr rauszukommen. Und um 7 Uhr ist es dunkel und es ist kalt in der Wohnung. Also es ist wirklich, dass die Energie erstmal aus dem Bett zu kriechen und dann in die Laufklamotten reinzukommen und dann sich motivieren, loszulaufen, das ist schon hart. Nur wenn ich dann zurückkomme und hier geht dann die Sonne auf in der Wohnung und ich fühle mich frisch einfach und gut durchlüftet und es ist einfach ein gutes Gefühl. Und ja, ich finde, es ist ein schönes Bild, genauso ist es mit der natürlichen Körperpflege auch. Am Anfang kostet es vielleicht ein bisschen Aufwand, um vielleicht auch Sachen selber herzustellen. Ja, man denkt, es wird sehr lang dauern, also, aber es ist nicht so, wirklich so. Es kommt darauf an, was du benutzt, aber es ist einfach leicht. Wenn du in dem Kreis bist. So. Jetzt haben wir uns auch selber Lust gemacht. Also ich habe jetzt auch selber wieder Lust zu legen, Zahnpasta zu machen und wieder einen neuen Ansatz von Milchsäure. Und wenn ihr nicht das machen möchtet, kann ihr uns auch direkt fragen. Wir kennen auch viele Firmen, die natürliche Mittel machen und wir können euch ja den Link geben. Genau. Alles, was wir hier erzählt haben,
findet ihr auch in unserem E-Book. Ja, dein E-Book kommt jetzt in Weihnachten, der 24. Wenn du das Geschenk für dich machen möchtest, so wie, ja, ich schenke mir das, weil ich möchte mein Leben einfach empowern mit Wildpflanzen, oder möchtest du das jemandem schenken, die du denkst, dass es wird ein gutes Geschenk, einfach schon hier klicken und ja, ihr könnt schon das Geschenk am 24. bekommen. Für einen besonderen Preis, oder? Ja, es gibt einen Sonderpreis im Vorverkauf. Also der Nachteil ist natürlich, dass du es kaufst und nicht direkt in den Händen oder auf dem Bildschirm hast. Der Vorteil ist, dass du Geld sparst und dass du ein super Geschenk noch dazu bekommst. Am 24. kommt. Ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Für dich oder für den du möchtest. Und das E-Book findet ihr hier. Wow! So. Wir haben euch hier echt unsere Experimente, die Experimente der Chemieingenieure, die mit Herzblut dabei sind, wenn es um natürliche Produkte geht und um Nachhaltigkeit, wirkliche Nachhaltigkeit. Und ja, wir haben hier schon eine Menge Input in dieses Webinar gesteckt. Wir werden neue Webinare machen. Wenn ihr informiert sein möchtet, einfach unsere Newsletter abonnieren. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Natur und Leben in Spanien. Und da sprechen wir auch über die verschiedenen Sachen, die wir mit der Natur hier und vorher auch gemacht haben. So, wir und die Rest von den Leuten von der Community. So, wenn euch interessiert, einfach auch beitreten. Wir tun euch alle Links hier und ja, sei dabei in dem Tribe. Una prueba, que vamos aprendiendo en cada webinario que hacemos. Claro, muy bien.